Vielleicht sollten wir ein wenig Struktur hier in die Schiffsordnung bringen. Das Ja, heißt, ich werde auch du gleich als mal. Kapitän solltest für den einfachen Mann nicht mehr so einfach ansprechbar sein. Du solltest vielleicht ein paar Ränge erheben, die dann mit dem einfachen Plebejern zu sprechen haben. Mit den was? Ich Ich. meine natürlich mit den einfachen Seemännern. Okay, ich wollte gerade sagen, mein Bosporano ist leider nicht vorhanden. Mein Bruder scheltet mich deswegen andauernd, aber nun gut. Ihr habt recht, wir sollten vielleicht unter den unteren Rängen der Mannschaft ein wenig mehr Ordnung schaffen. Ich meine, Ritter Jagold hat ja unsere Söldner relativ gut unter der Knute. Richtig. Wir müssen vielleicht sehen, dass Ich wir. denke zum Beispiel, dass Ritter Jagold als ein Mann eures Standes auch in den Stand einer höher gesehenen Person, und ihr scheint ja auch sehr gut mit ihm auszukommen, einen höheren Stand erhoben werden sollte. Nun, zunächst mal kann er nicht in einen höheren Stand erhoben werden, er ist noch einfach Ihr wisst, nicht. was ich meine, auf dem Schiff. Zweitens sind wir hier nicht bei der Marine, wir werden keine Ränge verteilen. Warum nicht? Warum sollten wir? Wir sind nicht bei Sonst, der Marine. so funktioniert kein Schiff. Selbst Piraten haben Ränge in auf ihren Schiffen. Wir sollten auf jeden Fall so etwas wie Offiziere festlegen, die Richtig. hier nach oben Zugang haben. Ich denke Nun. da an die Anwesenden auf jeden Fall, die gelehrten Magister und Gut, Mirja natürlich. fangen wir doch bei den Söldnern an. Wir haben schon mal Ritter Jagold. Ich hätte ja noch eine der Maraskanerinnen, damit die sich nicht Also, schlecht falls ihr dargestellt mich fühlen. fragen würdet, ich würde eine neutrale Persönlichkeit bevorzugen. Also Jagold, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr ihn als anderen Offizier einsehen, aber die Fiona scheint meiner Meinung nach eine der besten Kriegerinnen hier auf dem Schiff zu sein. Ich meine, sie hat einen Krakenmolch alleine erledigt und hat währenddessen gegen Blutschlug kämpfen müssen. Das ist schon eine Leistung, die man honorieren kann, meiner Meinung nach. Nun, Fräulein Svanentier, wenn ihr euch zutraut, dann über die Kämpfer an diesem Schiff Absicht zu walten, sie anzuweisen, wenn es auf eine brenzliche Situation hinzugeht, dann wäre das, glaube ich, im Sinne aller, nicht wahr? Ich hatte vorhin kurz den Eindruck, dass ihr euch mehr für die Schiffsgeschütze zu interessieren schientet. Aber vielleicht täuschte der. Nun, ich muss euch einfach sagen, dass ich denke, wenn wir in Verteidigungshaltung kommen würden, wäre es besser, die Leute jetzt einzuweisen, ihnen jetzt schon zu erklären, wie es hier abläuft, als in einer Situation, in der alle gestresst sind und der es wirklich auf jeden Takt ankommt, so etwas noch schnell übers Knie zu brechen. Ihr versteht, was ich meine. Und deswegen werden wir gleich eine Ansprache halten. Seid ihr denn sicher, ja, allein, dass ihr Captain bleiben wollt? Ich will euch den Rang nicht abschlagen, weiß Gott nicht. Ich denke nur, es sollte vielleicht jemand sein, der sich auch mit Schiffen auskennt und mit generell der Führung eines Schiffes. Da kommt ja der. Ich kann euch versichern, dass ich sehr wohl weiß, wie man ein Schiff unterhält und führt. Zum anderen ist das keine Sache des Wollens, es hängt damit zusammen, dass ich der ranghöchste Adlige hier bin. Wisst ihr, mir bedeutet Adel nichts. Das ist mir egal. Das tut Brindisian auch nicht und der ist mir auch egal. Aber seien wir mal ehrlich, Aha. so Ihr ein könnt eure Adelsrang, Bedenken. hat auf einem Schiff ja nicht allzu viel zu sagen. Nicht wirklich. Ich erinnere mich an die Seeadler, wo ihr zum Beispiel von dem Vivorn immer wieder zur Schnecke gemacht worden seid. Die Seeadler ist eines der letzten Überbleibsel von Kaiser Ritos Machwerken. Ich möchte damit nur Glücklicherweise. sagen, dass vielleicht tatsächlich derjenige, der am meisten Ahnung von sowas hat, der Kapitän sein sollte. Ich denke, Ah. wenn Ist etwa meine Laios das Meinung. Schwert führt, dann sollte er auch der Kapitän sein. Ketzerei! Das hat nichts mit Ketzerei zu tun. Wie gesagt, Adelsstatus bedeutet mir überhaupt nichts und bei uns in Torvald entscheidet der, der am meisten Ahnung hat und der der Stärkste ist. Mir reicht Und es nicht der, egal, wie der das sind. irgendeinen Namen gekauft hat von irgendwelchen Bauern. Dass ich euch ja wohl gleich. Jetzt geht's hier los. Hey, 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 Aber beruhigt euch beide, ja? dabei hat sie leider recht, mein Freund Jalan. Auf einem Schiff hat der Kapitän das letzte Wort und die sonstigen Ränge, seien sie vom Land her oder auch Ränge, Befugnisse, die man durch Geburt und Adel bekommen hat, zählen an Bord eines Schiffes nichts. Natürlich kann man beraten und kommt auch nicht selten vor, dass sich solche Sachen überlappen. Wie ich sagte, Jalan, ich habe bis jetzt euren Befehlen einigermaßen gehorcht, aber
Es sollte wirklich jemand, naja, die Führung übernehmen, der Ahnung hat. Ich frage ja nur, ob euch das zutraut oder nicht. Und nicht, also, ob das was mit eurem Namen zu tun hat. Ich habe uns sicher von Kunchon bis nach Valusa gebracht, oder etwa nicht? Das weiß ich nicht, war nicht dabei. Ist mir egal. Dann stellt vielleicht keine Dinge in Frage, von denen ihr nichts wisst. Ich habe euch bis jetzt erlebt, das ist das, was ich nehmen kann. Bis jetzt, naja. Das stimmt leider, ja, also du weißt, wie man führt, aber so eine Mannschaft, die braucht etwas mehr. Erinnert dich an unsere Okuri. Da waren die Männer, ich hatte das Gefühl, wir waren etwas unnahbar, als wir sie kommandiert haben. Wenn ich mir denke, ihr habt vorhin versucht, die Leute hier zu überzeugen, und das haben sie getan, nichts. Aber tatsächlich, als Yalan dann hier den Rang des Kapitäns abstreitig gemacht werden sollte, was ich natürlich nicht befürworten würde mit einem Blick zu Yalan und mit einem Blick zu Ephadaios, ein Nicken, doch, das befürworte ich, würde Ragnar dann meinen, so etwas sollten wir erst einmal klären, wenn Rindijian wieder da ist, beziehungsweise wenn er seine komischen Experimente abgeschlossen hat, denn ich denke, er sollte auch etwas dazu sagen dürfen. Ich glaube, was vielleicht ganz nutzbringend wäre, wenn wir einzelne offene Tiere für kleine Gruppen von Personen abstellen. Und diese Offiziere selbst, nun, entweder bestimmen sie gemeinsam über das Schicksal des Schiffes und den Kurs, oder dass sie wiederum dem Kapitän Rechenschaft schuldig sind. Theoretisch könnte man, wenn es etwas Konkretes gäbe, beispielsweise vorhin auf dem Deck und die Leute müssen schnell handeln, es ist keine Zeit, es mit dem Kapitän, wer auch immer das sein sollte, abzustimmen, sind wir alle, naja, gehen wir alle darin überein, dass die Person dann die Handlungsfreiheit hat, so zu entscheiden, wie sie es für richtig empfindet? Ja, klar. Im Falle eines Notfalls sollte sich der entsprechende Offizier, also kann es sich hier um ein sinkendes Schiff, vielleicht ein Schiffszimmermann oder der erste Mate über die Matrosen verfügen. Sollte es sich um eine Angriffshandlung handeln, vielleicht ihr, mein Fräulein. Sagt nicht Fräulein, das klingt so Edipität. Das klingt eher nach seiner Sparte. Also meine Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir Ephadaios zum ersten Mate ernennen. Der erste Mate ist allen ein Begriff hier, nehme ich an. Quasi der erste Mann unterm Captain. Und während Ephadaios der erste Mart ist und wir in eine Situation kommen, wo Yala nicht weiß, was zu tun ist, dass Ephadaios dann die Befehle gibt. Hat Ephadaios nicht genug damit zu tun, die beiden Dinge oben im Archenherz unter Kontrolle zu behalten? Da stimme ich euch zu, Yala. Ihr könnt wohl kaum dort oben stehen und gleichzeitig die Mannschaft führen. Auch trau ich mir ja nicht zu, dass die Männer hier auf mich hören, wenn sie erst einmal wissen, was für Kreaturen ich da oben rede und dass ich ihnen Befehle gebe und sage, wohin die Arche steuern soll. Ihr seid der fertig, die Männer werden Verständnis haben. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, es ist auch ziemlich schwierig, hier auf einem auf einer Dämonenarche zu bestimmen, wer von uns die meiste Ahnung hat. Tatsächlich ist das nämlich keiner. Tatsächlich wäre das vermutlich von Dijian so als Magier. Es klopft einmal an der Tür zu eurem Offiziersheim. Oh nein. Herein. Jasper kommt rein. Ja, genau. Die Tür öffnet sich und der Graumagier tritt ein. Meine Herren, meine Dame, er verneigt sich wieder einmal tief, greift sich kurz mit einem Finger an den Hut. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in den nächsten Augenblicken die Erstarrung des Kriegers Bisrabul Blutschluck wieder aufgehoben wird und dass er dann wieder unter uns wandelt. Was auch immer ihr euch dabei bedacht habt, aber ich werde die Worte eines Kapitäns nicht in Zweifel ziehen. Wir sollten ihn begrüßen, damit er weiß, was vor sich geht. Wir sollten aufpassen, dass er uns nicht umbringt. Er sollte aufpassen, dass ich ihn nicht umbringe. Warum solltet ihr ihn umbringen? Meine Herren, wenn ich vorschlagen darf, ich bin ganz stark dafür, dass wir ihn aus dem Weg schaffen und umbringen. Das habe ich jetzt mal überhört. Hinaus mit euch! Verzeiht, meine Herren, ich möchte das noch einmal rechtfertigen, bevor ihr mich ganz ohne Grund hinausjagt. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Person bereits seit 2 Monaten bei uns auf dem Schiff gastiert. Gastiert? Nun ja, gastiert. Ich glaube, seine Inhaftnahme war eher unfreiwillig. Er hat sich halt ein sehr
nun ja einen sehr ungleichen Kampf geliefert. Und der Kapitän Rodgard entschied sich dann dazu, dass er gefehlt wird, beziehungsweise geästet, wie man hier sagt. Das war vor 2 Monaten gemeinsam mit seinen Kameraden, die ebenso geästet worden sind. Ich finde allerdings seine Art der Anbetung doch recht nahe dem jenseitigen Mordbrenner und von daher möchte ich ganz stark dazu raten, ihn jetzt zu beseitigen, bevor es später zu einem Problem wird. Ihr meint, der Mann hat 2 Monate da oben auf dem Ast überlebt. Nun, das Blut, was man verliert, ist selbstverständlich ziemlich grausam, man wird schwach, aber man stirbt dann eher an Verdurstung. Und nun ja, selbstverständlich kommt auch irgendwann der Hungertod, aber zunächst setzt einmal das Verdursten ein, Halluzinationen und so weiter. Und wenn man dann sehr schwach ist, kommen die Vögel. Ja, Und das ist aber sie zumindest hat er überlebt. bei all seinen Kameraden passiert. Als sich die Vögel dann auf ihm niedersaßen, er hat sie gegessen. Und das Blut diente ihm als sowohl, naja, um vor der Dehydrierung ihn. Er hat die Vögel getrunken, gefressen und dann. Kapitän Rodger hatte zumindest sehr viel Spaß an ihm, aber wie gesagt, er schwamm immer in einer Art Halluzination. Ich bin davon ausgegangen, dass er demnächst verscheiden wird, aber er ist sehr nah an den Niederhöhlen gewesen und vermutlich immer noch. Von daher möchte ich doch darum bitten, dass dieses. Dass seine. Nun ja, den Schutz, den ihr aktuell über ihn gelegt habt, aufgehoben wird und der demnächst geopfert wird oder so etwas. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist er ein Geweihter des Chor. Sagen wir doch Priester. Priester. Ihr seid ja auch ein Nun, Priester des F. diese Erfahrung auf dem Geäst wird ihn sicherlich Trugbilder hat sehen lassen. Ich würde vorschlagen, dass wir ihn erst einmal aufpäppeln, ihm etwas zu essen geben und dann da kann er einen ruhigen, klaren Gedanken fassen. Bin nicht sicher, ob der Mann in der Lage ist, deinen klaren Gedanken zu fassen. Fiona, er hat euch angegriffen? Er hat mich angegriffen, als ich gegen dieses Krakenviech kämpfte. Erst hat er wollte irgendetwas von, das ist mein Kraken, das ist mein Kraken. Und dann, ja, hat er angefangen, gegen uns beide zu kämpfen. Und ich muss persönlich sagen, er kann vom Glück reden, dass ich ihn nicht getötet habe, nachdem ich mit dem Kraken durch war. Chor hin oder her, aber Den er werde hat ich. mich einfach angegriffen. Und wenn er so irre im Kopf ist wie damals und er irgendwann einfach rot sieht, dann kann man nicht garantieren, dass er nicht auf einmal um sich schlägt und uns alle angreift. Ich würde nicht sagen, dass er besonders berechenbar ist jetzt gerade. Den knöpfe ich mir vor. Das können wir nicht haben, dass die Mannschaft sich untereinander bekämpft. Chor hin oder her. Ja, dann warte. Er wird doch sicher auch den Prinzipien der Rondra folgen. Wenn er jetzt geschwächt ist und Fiona, es handelt hier, ihr seht auch etwas angeschlagen aus. Wenn In der er Tat, ja. tatsächlich noch auf Vergeltung aus ist oder auf einer Zurückgewinnung seiner Ehre, könnte man ihn vielleicht zumindest vorerst mit einem Duell, also einem Duell, was sagen wir in den nächsten 30 Tagen stattfinden wird, sänftigen. Also abgesehen davon, dass ich denke, wir haben andere Gegner als einen durchgeknallten Chorgeweihten zu bekämpfen, halte ich es nicht unbedingt für eine gute Lösung. A, zu vertrösten und ihm B ein Duell anzubieten. Ich habe ihn einmal überleben lassen, ein zweites Mal wird er sterben. Das habe ich ihm auch gesagt. Wir werden Er ist das ein mit Priester ihm. des Chors. Er wird hier nicht durch eure Hand sterben, Fiona, Er außer wäre er fast greift durch euch meine an. Hand. Er hat mich schon angegriffen und er wäre fast durch meine Hand gestorben. Und ich habe ihm bei Svafnir geschworen, wenn er nochmal versucht, mich anzugreifen, werde ich ihn töten. Und zu diesem Wort stehe ich auch. Wir werden das mit ihm klären, sobald er wieder aufwacht. Nun, meine Herren, noch einmal, ich verziehe mich selbstverständlich gleich, wenn ihr das wünscht, Herr Kapitän, aber man geht doch auch nicht zu einem Schwein und fragt es, ob es in Ordnung ist, ob man seine Kehle durchschneidet und aus ihm einen leckeren Schinken macht. Er ist kein Schwein, er ist ein Geweihter der 12 Götter. Priester. Und jetzt verzieht euch, bevor ich euch neben ihm aufknüpfen lasse. Und Chor ist keiner der 12. Mal Heidner muss eine ein wenig Frage grinsen. erstmal. Was hat das da oben mit der Flagge auf sich? Sollten wir sie besser abhängen? Verzeiht mir, ich wurde gerade eben des Ortes verwiesen. Damit macht er die Tür zu Dann und wirft lässt euch Jalan einen alleine. sehr bösen Blick zu. So, Jezorn von Fiona und Rachsucht von Jalan, los geht's.
Also, Jalan, ich möchte mal, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du zusammen mit deinen Untergebenen vorgehst. Der Mann verweigert gerade Aussage. Hui! Aber er ist mutig. Ich bin gar nicht jetzt auch nicht. Glück gehabt. Gut. Er ist nicht mutig, er spricht Ketzereien vor sich her, als wären sie nichts. Er ist trotzdem einer der wenigen magisch Begabten, die wir auf dem Schiff haben. Sehe ich das richtig? Und er ist schon lange auf diesem Schiff, also wäre es doch dumm, sein Wissen nicht zu nutzen. Hat sich jemals einer von euch schon mit ihm unterhalten, ihn mal etwas ausgefragt? Er ist jetzt zwei weggesperrt. Er war zu sehr damit beschäftigt, in einer Zelle zu sitzen, wo er eigentlich hingehört. Ragnar, ihr könnt doch sowas. Ja, ich werde... Nun hört mir doch einmal zu, ich habe mit ihm gesprochen und er hat hier die Arche auch verteidigt, als wir von den Lederschwingen angegriffen wurden. Echt? Hat ein erhebliches Potenzial, er nennt sich selbst... der Wandler. Er scheint Kontrolle über das Wetter zu haben. Etwas, das möchte ich betonen, was hier auf der Hohen See von enormem Nutzen sein kann. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass es mich wundert, dass er so lange auf der Arche überlebt hat und ich glaube, er führt noch etwas im Schild. Was auch immer es ist, bis jetzt hat er weder uns angegriffen und wenn ihr sagt, er hat uns geholfen, ich denke schon, wir sollten versuchen, ihn zumindest etwas mit einzuplanen. Im Moment ist das Misstrauen generell sehr groß. Ihr kennt mich nicht, ich kenne euch nicht. Ihr sagt, ihr kennt diesen Ugda nicht besonders gut. Einer von euren Leuten ist schon gestorben. Ich meine, weniger als Misstrauen können wir ihm nicht. Und wenn wir ihn dann versuchen, für uns zu benutzen, wir müssen eben damit rechnen, dass er uns in den Rücken fällt. Aber das tue ich momentan sowieso bei den meisten hier. Naja, wir haben ein Schwert aus Endurium dabei, was scheinbar Dämonenarchen steuern kann. So... ungewöhnlich ist der Gedanke gar nicht, dass sich hier jeder, sobald er herausfindet, was für einen Wert dieses Schwert hat, gegen uns wendet. Vielleicht hätten wir nicht sehen lassen sollen, dass wir dieses Schwert besitzen. Was bringt einem das Schwert, wenn man irgendwo mitten auf hoher See ist und wahrscheinlich das Schwert nirgendwo dorthin bringen kann, wo es einem Geld bringt? Nun. Das Schwert wird niemandem Geld bringen, da es der Hesindekirche gehört und ihr übergeben wird. Es geht gerade um den Gedankengang von Ragnar, dass er sagt, die Leute wollen das Schwert. Gesagt, sie müssen ja irgendwie von See mit dem Schwert runterkommen. Und das dann umtauschen gegen Geld. Wenn sie dieses Schwert besitzen, können sie diese Arche kontrollieren. Das heißt, wir wären keine Gefahr mehr für diese Person. Seien wir mal ehrlich. Ich glaube, ich habe gesehen, dass die Mannschaftskraft hier eingeschlossen worden ist. Ich weiß nicht, wer das von euch war, aber irgendjemand hat auf jeden Fall die Söldner und Dingens ins Piraten eingesperrt. So etwas könnte derjenige dann auch mit uns machen. Das war ich. Fiona wurde in dem Moment angegriffen. Ich musste sie schützen. Das war der. Vorschabdik. Danke. Mit Hilfe des Schwertes und den Steuerfrauen. Apropos. Ihr scheint wirklich gut mit diesem Ding umgehen zu können, oder? Mit diesem Schwert vermag niemand umzugehen. Aber ich werde jetzt einmal hochgehen und den Rumpf wieder öffnen. Dann können wir auch den Priester das Chor in Empfang nehmen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns in wenigen Augenblicken vorne bei ihm treffen, wenn er aufwacht. Wir sollten die Mannschaft strukturieren, schon vergessen. Wir sollten oben einen Plan machen für den Fall, dass wir angegriffen werden. Ich würde mir gerne ein paar Leute der Mannschaft nehmen und oben schon mal alles bereit machen. Ihnen erklären, wie die Waffen funktionieren, ihnen erklären, auf welche Distanz sie schießen müssen, wie es zu bedienen ist und wo wer zu stehen hat, wenn ich das Kommando gebe. Sofern das für euch in Ordnung ist, Herr Adlige. Und wirft die alle einen spöttischen Blick zu. Wegen mir doch, sucht euch unter denen, die wir haben, eine passende Geschützmannschaft aus. Gut. Bin mir sicher, Ugdan wird euch da den einen oder anderen Fingerzeig geben können, wer der Fahner ist. Könnt ihr den nicht betreuen? Ihr müsst ihn nicht mögen, aber ihr müsst mit ihm arbeiten. Ach, wenn sich jemand euch widersetzen sollte, ihr seid von nun an die Geschützmeisterin. Wer ein Problem damit hat, kann sich an den Kapitän wenden. Ja. Bitte. Donner und Sturm. Der Verlauf steht auf, geht hoch, so den Steuerfrauen und den Rumpf wieder zu öffnen. Ja, dann blickt ihm nochmal nach. Mir gefällt es ja nicht, dass er die Bürde des Steuerns da oben alleine auf sich nehmen muss. Aber wenn irgendjemand... Bis du den Thron siehst. Wenn irgendjemand vor den Einflüsterungen des Schwertes und des Schiffes geschützt ist, dann vermutlich er. Ich lauf mal los und suche mir meine kleine Mannschaft zusammen, um dann mit denen oben alles zu besprechen mit den Waffen. Ja, du kannst dir generell alle aussuchen. Ja. Die Söldner hier von Tisal, die skrupellosen Piraten und so nicht.
Aber ansonsten, wenn du jetzt hier irgendwas ausheben willst und denen beibringst, wie man mit Belagerungswaffen umgeht, gerne. Die... Bitte nochmal kurz für mich zur Info, wie viele sind das nochmal? Also, weil du hast mir vorhin ein paar Sachen gesagt zu den Waffen da. Wir müssen mal, hier sind, ich muss gerade überlegen, 1, 2, 3, 4, 6, 6 da, 6, glaube ich, 12. Ziehen wir die 12 von denen ehemals 49 ab. Also guck einfach, wer hier irgendwie rumläuft und alles, die irgendwie gelb oder grün sind, kannst du quasi benutzen. Okay. Hier eine Klaschembe oder hier oder hier. Ne? Such dir da einfach zusammen. Zieh ich dann einfach nach oben quasi. Genau, die ziehst du nach oben und dann kannst du sie entweder an der Harpunal oder an den leichten und mittleren Rotzen ausbilden. Okay. Beziehungsweise du musst das halt auch selber lernen. Du sagst ja denen gleich, dass sie sich dann Brandmunition und einfach Munition generell jeglicher Couleur sollen sie gleich mitnehmen, aufstapeln und weiß ich nicht, kannst du dir oben in der 21, in der Bugbastion, kannst du auch noch so ein kleines Lager einrichten. Das müsstest du dann halt irgendwie zimmern oder so, aber da könntest du dann auch Munition einlagern. Ne? Aktuell, wenn du nach draußen guckst, fällt Schnee. Ihr seid in einer dichten Wolkenformation immer noch. Also, ich weiß nicht genau, wie lange, aber es liegt dicker Schnee auf dem Oberdeck, der sich, wenn er schmilzt, langsam blutig rot färbt. Der Schnee selber ist normal, aber dadurch, dass er hier jetzt an diesem auf diesem Unheiligtum oder diese Arche dann schmilzt, wird es dann rot. Ja, dann suche ich mir noch einen 13., der quasi abgestellt wird, der da am mickrigsten und ängstlichsten aussieht, der kriegt einfach nur die Aufgabe, Schnee zu schippen. Okay, alle gute sind 13. Ja. Ja, wie gesagt, zieh diese nach oben, bitte. Jo, ich suche mir schon gerade. Macht ihr schon mal weiter. Ja. Okay, Ragnar, wir gibt uns noch etwas zu strukturieren. Ich denke, wir werden Noctan zum, wie auch immer man das nennt, wenn er die Mannschaft vertritt, machen. Mannschaftssprecher ist er ja schon. Vielleicht nennt man das Mannschaftssprecher. Und ich denke, er kann sich dann seine... Also er gehört jetzt auch zu den Offizieren? Ich denke, falls er noch Untergebene braucht, wird er sich das selbst sortieren. Nun. Aber guck mal, was ich hier gefunden habe. Und Ragnar zieht da irgendwas aus irgendeiner Hosentasche und auf einmal siehst du da so ein Pergament, das komisch gelblich schimmert. Habt ihr das denn hier? Hab ich gefunden. Sollte das nicht in Digians Männer sein. Steht da was drauf, oder? Nein. Das ist, wenn du im Dunkeln was lesen willst. Wenn ich im... Und guck mal, das habe ich auch gefunden. Und ich zeig dir so ein Abzeichen von der Magierakademie von Mendena. Mit Auszeichnung. Also das bekommt nicht nur irgendjemand, sondern herausragend bestanden. Ja, also wenn du mich fragst, dem Jasper kann man nicht trauen. Ist nur meine Meinung. Ach, wirklich? Oh, wir müssen uns um Blutschluck kümmern. Nun, ich würde sagen, Blutschluck sollten wir am Leben lassen, aber den Jasper nicht. Wir sollten niemanden ohne Prozess umbringen. Selbst wenn, haben wir technisch gesehen, naja, darüber können sich hinterher die Preisgeweihten streiten, nicht jetzt. Ja, auf der Suche nach Blutschluck, ihr könnt ein bisschen oben gucken, wie Fiona und die anderen Schnee schippen. Da ist er nicht mehr, aber wenn ihr dann nach unten geht, in die Klaschembe, um mal mit Uktan zu sprechen, könnt ihr sehen, wie er in der Küche sitzt, hat sich wohl auf eine der Platten gesetzt, also die ist dann gerade auch ausgeschaltet, da macht Ragnar dann wohl gerade, oder da würde normalerweise Ragnar kochen, und er hat sich da jetzt raufgesetzt, seine Plattenpanzer ausgezogen, diesen Kyras, den er hatte, und reibt sich gerade Salz in die Wunden, in die Bauchwunde, Brustwunde, die Fiona ihm geschlagen hat, mit einem zufriedenen Grinsen. Und wenn ihr dann reinkommt und eigentlich nach Uktan sucht, beziehungsweise wenn ihr ihn seht, streckt er seinen Mittelfinger, na, sein Zeigefinger streckt er aus, deutet dann auf Yalan. Regel Nummer 8, stirb, anstatt dich zu geben. Ergeben. Ich wollte eigentlich einfach alle am Oberdeck antreten lassen, aber gut, das geht auch. Reib sich weiter Salz rein. Es geht nicht nur darum, für Rondra und die Götter zu sterben, sondern auch zu wissen, wann man das... Für Kor, nicht für Rondra. Lobdil? Kor ist schließlich Rondras Sohn. Euch werde ich nachher noch sprechen müssen, aber jetzt erst einmal möchte ich gerne alle auf dem oberen Gang getreten haben. Wenn ich mit euch sprechen will, dann spreche ich mit euch, aber ihr nicht mit mir. Ich so, werde auf diesem Schiff mit jedem sprechen, mit dem es mir beliebt. Wenn euch das nicht passt, unten gibt es Boote, könnt ihr uns verlassen. Gut. Er also zieht sich nochmal so seine... Er zieht sich nochmal seine Prothese an seinem Bein zurecht, die ja ziemlich
scharf wie scharf aussehenden Äxte, die er sich da wieder neu rangebunden bzw. rangenagelt hat. Und klappt sich dann seinen Brustpanzer wieder nach oben. Du kannst sehen, wie wohl sämtliches Blut, was er mal in seinem Körper hatte, durch das Salz aufgesogen wird, was immer noch da drunter klappt. Euer Stamm, das Geweihte des Herrn Kor, gibt euch eine große Menge an Spielraum. Aber eure Narrenfreiheit auf diesem Schiff ist nicht unbegrenzt. Sehe ich aus wie ein Narr? Nein. Mir sieht aus wie jemand, der Dinge tut, die Narren tun. Ich werde keine weiteren Kämpfe zwischen euch und der Mannschaft dulden. Ist das klar? Gut. Kein Es-war-aber. Wenn ihr etwas klären müsst, klärt das an Land. Dann werde ich mir nachher mal die Mannschaft von euch ansehen. Wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und ihr werdet euch rechtfertigen für diejenigen, die ihr in eure Reihen aufgenommen habt. Für jeden Einzelnen. Wir alle werden uns eines Tages rechtfertigen müssen. Vor den Göttern. Damit scheint er zufrieden, nickt und geht dann die Treppe, die es hier nochmal gibt. Nach. Ja, ich sammle noch den Rest der Mannschaft auf und ja, auch nach oben. Lobt ihr? Ich möchte dann auch zumindest hier Fiona und Evadarius, wenn er sich den losreißen kann, herbeiholen, weil irgendwie müssten die auch was haben. Was wollte Ragnar mit Lubdil machen? Ich habe jetzt noch ein paar Leute dafür teilt, aber ja. Ragnar braucht Zweisamkeit mit Lubdil. Ja, der sitzt da gekniet, gehockt wie Gollum auf dem Tisch. Ist so ein bisschen Hähnchen und würzt das wohl mit ein paar Schuppen, die er sich vom Kopf kratzt. Und er schaut dich dann an mit großen Augen, so eine Hähnchenkeule hängt ihm noch aus dem Bein. Lubdil? Ja, hallo Lubdil. Du bist hallo. Lubdil, ne? Ich bin Lubdil. Ich hab gehört, du warst hier der Haus- oder Schiffsmeister. Wie nennt man sowas? Schiffshausmeister Lubdil ist. Also bist du ein ganz großer. Der größte. Das ist ja beeindruckend. Ich würde ihm dann mal irgendwie so irgendwas von dem Essen, das da noch steht, auch noch hingeben. Hier, mix das mal mit den Hähnchen, das schmeckt echt gut. Er sieht dich aus großen Augen an. Du kannst sehen, wie große Krokodilstränen aus seinen Augen laufen. Lubdil. Ist was los, Lubdil? Warum bist du traurig? Oh, du bist der Erste, der lieb zu Lubdil ist. Alle anderen gemein. Alle anderen treten Lubdil. Machen hier sowas. Sie sagen, ich sehe nicht gut aus. Aber das ist doch kein Grund, dich zu treten, oder? Nein. Ich meine, du bist doch auch ein Wesen mit Gefühlen. Er setzt sich jetzt mit seinem Arsch auf die Tischplatte und kratzt sich wieder mit dem Fuß hinterm Kopf. Ja, man setzt sich neben ihn und lächelt ihn freundlich an. Ja, Lubdil wollen nur helfen und Lubdil hilft gerne, aber alle anderen treten, alle anderen nehmen uns nicht wahr. Auch helfen? Helfen? Na klar. Also ich brauche deine Hilfe. Lubdil, kennst du dich ja aus. Genau, du kennst doch das ganze Schiff, oder? Ja. Siehst du, hast du irgendwo ein Zimmer gesehen, wo ganz viel hiervon drin ist? Und ich hole mal so eine rostige Dukate raus, die ich schon in der Offizierskajüte gefunden habe. Lubdil, das wissen. Beim Herzraum. Großer Herzraum. Schatz. Ganz viel davon. Wo ist denn der Herzraum? Da unten. Er deutet grob in Richtung Mitte des Schiffes. Dahin führen? Lubdil, das gell? Das freut mich. Dann mache ich dir danach auch was Wunderbares zu essen. Was magst du denn? Lubdil mögen Rattenkopf. Die Ratte musst du mir dann aber erst fangen. Lubdil das können. Sehr gut. Ja, und dann. Und dann reicht man ihm die Hand, damit er aufstehen kann, oder er springt einfach so auf. Ja, schiefe, ziemlich weit auseinanderstehende Zähne, die dich angrinsen. Er wischt sich die Tränen weg, gibt dir dann die etwas schwielige Hand, und du siehst, wie etwas Schimmel daran zurückbleibt. Du kannst mit Lubdil durch das Schiff gehen und er kann dir dann auch ein paar Tricks zeigen, denn ja, diese.
wir nennen es einfach mal nett, Adern und Venen, die hier durchlaufen, drückt er das ein oder andere Mal. Gerade wenn sie besonders rot nach vorne stehen, drückt er einmal zu, bedeutet dir dann, dass du über einen Raum oder einen Gang hinübergehen kannst. Und erst wenn du hinübergegangen bist, lässt er einmal los und eilt ebenso durch diesen Gang.